Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Menzi macht Scheiße, so wie immer. Ich habe gerade schon gespielt, dann ist aber das Spiel abgebrochen und hat irgendwie die Hälfte gespeichert, sehe ich gerade. Ich weiß mal jetzt gerade nicht, wo wir jetzt, welchen Speicherstand wir jetzt sind. Haben wir, nein, gut. Hier sind nämlich Azteken, das weiß ich. Und ich hatte auch eine Mauer schon gebaut. Das weiß ich auch. Und den Rest weiß ich nicht mehr. Nice. Die Mauer lasse ich jetzt mal. Dann können wir nämlich hier mal schnell Schlachter nachbauen, weil das war nämlich eine Sache, die uns nämlich relativ fehlt. So. Und jetzt muss ich mal gucken. Kriegen wir genug Rohstoff jetzt an Eisenerde? Jetzt ist es klar. Dann muss ich aber noch einen Schmelzer am besten bauen. Schmelze. Die natürlich 10 Eisen braucht. 10 Hämmer. Oder 10 Werkzeug. So. Also, letzten Part hoffe ich, der wurde richtig aufgenommen. Ich hoffe auch, dieser Part wird richtig aufgenommen. Das ist immer so ein kleines Problem bei dem Spiel. Weil es eben mit anderen Größen Speicher hier Formatierung zu tun hat. Und ich sehe gerade, ich muss dann gleich arbeiten fahren. Das darf ich nicht vergessen. Gibt es sonst ganz großen Ärger. Müssen wir im nächsten Mal weitermachen und eben jetzt mal gucken, wie weit wir kommen. Ich werde morgen früh, werde ich dann schneiden, so dass ich dann in meiner Freizeit mein Computer alles... Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt! Wenn ich darum aufräumen kann. Das war's. Dadurch, dass wir die Feuerwehr noch nicht erforscht haben. So. Schmelze. So. Und jetzt muss natürlich alles dauern. Das ist eine Sache, die mich auch ankotzt, gerade eben, da ich, dass es irgendwie nur ein Save gemacht hat und nicht komplett gespeichert hat. Wie gesagt, es wird jetzt ein kurzer Part, weil ich nämlich dann gleich auf Arbeit muss und jedenfalls anfangen würde zu schneiden. Auftrag wird ausgeführt. Die Zeit hier rüber zu fahren. Hier wollen wir dann ein bisschen Gewürze anpflanzen. Und drüben dann das andere. So, gucken wir mal auf die Stadtstatistik. Ist der Einkauf schon raus? Ja, ist der Verkauf drin? Ja, gut. Sehr nice. So, und die Häuser sind auch vor kurzem alle zusammengebrochen. Das sieht man auch. Das ist schön. Ja, uns fehlt eben irgendwie an allen. Wenn wir Glück haben, können wir hier drüben Tiere fangen. Sieht auch fast so aus. Wir werden hier hingehen. Da können wir dann hier rüber mit dem Gewürzen, mit dem Tabak gehen. Ich glaube, das ist schon mal okay, der Vorschlag. Hier könnte auch noch was sein. Und hier auch. Und hier. Und da. Ein Feuer ist ausgebrochen. Och, leck mich doch. So. Muss sie unbedingt dann weiterentwickeln lassen. So, da haben wir das jetzt erkundigt. Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Dann sind nämlich die ersten Azteken. Flottenkommandant an Deck! Ein bisschen Spoiler rausgenommen. Tut mir leid. So. So, und jetzt so am Werkzeug, glaube ich, kriegen wir mal so schnell jetzt keine Probleme. Wird immer ja richtig gut. Ja, und hier ist voll. Das ist scheiße. Wir können ja auch keinen Weg nach oben bauen, weil es eben ein Scheißweg ist. Ach, nee. Auf die Arbeit muss ich mich auch noch komplett vorbereiten. Ach, Mann. Vor allem habe ich heute nichts für Essen. Also ich wollte mir noch Semmeln kaufen. Die habe ich jetzt auch komplett vergessen zu holen. Freut mich. Ihr habt die Zivilisation der Azteken entdeckt. Ja. Das habe ich jetzt auch gewusst. Hierüber brauchen wir, glaube ich, nicht fahren. Da fahren wir wieder zurück.
hart am Wind. Und dann gucken wir mal, die Azteken, die haben ihr Haupthaus hier. Die können uns Gold geben. Dafür wollen sie aber Hanf oder Gewürze. Das ist aber eigentlich ein relativ guter Deal, würde ich sagen. So. 15. Will ich zuerst vielleicht die Gewürze anpflanzen, damit wir gleich die Gewürze verkaufen können. Weil wir brauchen ja Eisen dafür als Werkzeug. 4. 4, 5, 8. Da habe ich nicht schon aufschreiben. Das heißt, 4, 8, 12. Mach mal 16, sind 4 Holz. Ach nee, wir brauchen ja auch noch ein Kantor. Kontor. Und der braucht 5. Ach komm, nimm mal alles mit hier. So. So. So, und fahren mal hier rüber. Wie gesagt, die Gewürze würde ich zuerst machen. Und da kommen wir... Ei, Auftrag wird ausgeführt. Hier hin. Wo ich glaube, hier gibt es nichts. Guck mal, das ist ja gleich gegenüber, das ist sehr gut. Kontor errichten. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Es gibt Erz auf dieser Insel. Naja, Erz besser als nichts. Sagen wir es mal so. Alles schnell mal abladen. Kurz mal hier gerade bauen. Und... Gewürz. 2. Ach, jetzt sieht der sogar noch innen, können wir machen. Das ist sehr, sehr gut. Ein Gewürz braucht man nämlich nie weiterverarbeiten, deswegen ist Gewürz mit das Beste. Und dann könnte man hier drüben noch ein paar Tiere schlachten. Falls man ein paar sieht eben. Die sind hier, glaube ich, nie ganz so viel aktiv. Deswegen nehmen wir erstmal gesamten Rohstoff wie wir mit. Und fahren hier rüber. Jetzt schon nochmal wieder, sieben Dings, also das ist sehr nice. Und Gewürzstand. Hier. Hier. Und hier. Jo, das reicht. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Alles abladen. Und dann würde ich mal sagen, Stadt entwickel. Ahoi, ihr Landratten. Entwickle dich weiter. So. Und dann können wir nämlich hier jetzt unsere Fahrt. Nee, hier wird ausgeladen, Geburts. Ausladen. Die Einwohner sind sehr zufrieden mit eurer Herrschaft. Noch. So, hier und einladen. Gewürz und los geht's. Oh. Kommen die ersten Gewürzsachen. So, natürlich machen wir jetzt relativ viel Minus, aber ich glaube mal, das kommt dann wieder. Wichtig ist es eigentlich, dass wir mit dem Essen im Plus bleiben. Und mit dem Geld auch irgendwann mal. 71 Tonnen Nahrung. Ja, zufrieden bin ich da nicht. Aber was soll wir denn machen? Das ist natürlich schon scheiße. Also die ersten Gewürze müssten eigentlich schon da gewesen sein. Wir haben auch keinen Wollstoff mehr. Das ist sehr, sehr schlecht.
Vielleicht müssen wir es irgendwie außerhalb mal machen. Ja, wir haben keine Wolle. Das heißt, erstmal hier schließen, dass die nicht weiter sich ausbauen können. Dann können wir nämlich erstmal mit Dings weiter machen. Guck mal, hier oben fehlt noch eine Schule und alles. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Kriegen wir überhaupt hier ein paar Gewürze? Eine Kirche kann errichtet werden. Oh. Wow, eine Tonne Gewürz. Würde ich so sehr. Kurz mal auf die Uhr nochmal gucken. Ja, wir haben es 15:26 und ich muss für 16 Uhr muss ich los. Schreie gellen durch die Straßen. Es brennt! Der hier. So schön, dass eine Kirche gebaut werden kann, aber dazu habe ich leider nicht die Rohstoffe. Ich wollte aber nochmal ein bisschen Wolle hier anpflanzen. Also anpflanzen. Hat's jetzt dämlich an. So. Dann können wir das nochmal so ein bisschen... Sitz bauen. Sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber... Ich hoffe, man kommt rein. Denn ich müsste meinem Tier noch eine Dings bauen, so eine Wollfabrik. Wollfabrik. Bin ich bescheuert im Kopf. Naja, gut, Leute. Wir nehmen immer hier so 1-2 Tonnen Gewürz nur mit, aber das passt. Jedenfalls ist jetzt ein Dauerauftrag. Ach guck mal, hier hinten müssen wir auch noch hinbauen. Ein Brand zerstört eure Häuser. Ja, es wie die Feuerwehr kommt dann später noch. Wenn wir eben genug in der Schule haben. Wissen, ja, die haben wir gleich. Die müssen wir eigentlich gleich haben. Oh. Jetzt habe ich einen Käfer auf der Hand gehabt. Der sah ein bisschen eklig, komisch aus. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefahren hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob mehr davon sehen wird oder auch nicht. Ich werde natürlich mehr davon bringen. Das ist natürlich selbstverständlich. Wer mich kennt, der weiß es. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Männerswort. Ciao, ciao.